Aufnahme wurde begonnen. Jetzt machen wir mal ein bisschen Crisis Action hier, gell? Fortsetzen. Ich bin ja da noch ziemlich am Anfang hier bei dem Spiel. Ich bin ja voll fasziniert immer noch von dem Game. Ich weiß, wie das Crisis 2 rauskam. Das ist ja so eine deutsche Entwicklerfirma. Da war ich da mal in Frankfurt gewesen. Das hab ich ja mal vorgestellt. Hier ist der Dicke vom Westerwald. Und die haben auch gemacht. Romeo 1, wir sind durch Foxtrot 4 durch. Burnout scharf und bereit. Over. Aktiviert. Kritische Gefahr. Was ist das? Die Geschwindigkeit übersteigt an den östlichen Rückenwänden die Grenze. Lage die erwartet uns hier. Das ist jede Menge Dinge tippen. Sie haben hier etwa sagen, einen, vielleicht 2000. Und die Seth? Vergiss sie, Mann. Die Aliens sind erledigt. Das müsstest du inzwischen wissen. Sofort mit dem Flitzbogen hier. Wo ist denn hier? Weg da. Gucken wir mal, was wir hier so einstellen können. Haben wir alles. Gut. Ein bisschen Muni einpacken, gell? Ah, das soll wohl ein Scherz sein. Komm schon, Psycho, gehen wir! Startenobjekt öffnen, dann drücken wir mal Escape. Aha. Ich spiele an der schönen Klavier, Ivy Shirt. Hilf mir einfach auf! Du hast mich aus dem Anzug geschnitten. Zeig mir jetzt dein Gesicht! Psycho, gehen wir! Scheiße, ich finde dich! Man ist wach, wenn sie rausschneiden. Viele der Jungs sind schreiend gestorben. Herzinfarkt wegen des Schocks. Das ist ja kacke. Hier willst du aber bald mal weitermachen hier. Mach die Tür mal auf. Komm schon. Gehen wir. Schau mir die Augen, Kleiner. Okay, ich geb dir Deckung. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Was ist hier dann? Kack-Dings-Bums-Level. Alle 6 Sekunden. Flüchtlinge geordnet.
Sitzbogen packen und Feuer frei, gell? Tauchfeld aktiviert. Wirklich hin? Vergiss es! Ich brauch keinen scheiß Taucheranzug! Taucheranzug, aha. Wir treffen uns weiter vorne wieder, okay? Roger. Rücke vor. Ich bin bald mal aus der Bude raus, das ist kacke, ja. Psycho, nähere mich nächstem Sektor. Psycho? Ja. Verstanden. No!
Bob, du Glückstück hier, lass mich in Ruhe. Escape, was haben wir dann hier? Der britische Staatsbürger Michael Sukes, späterer Nano-Südkennung Psycho, wurde im Rahmen einer anglo-amerikanischen Forschungsvereinbarung in der Delta Force Programm versetzt, wie andere Nano-Süd-Testobjekte entwickelten. Auch Sykes eine symbiotische Beziehung zu seinem Anzug. Ich habe auch eine symbiotische Beziehung zu meiner. Die meisten sind Schuldsklaven. Cell gehört unsere Energie. Alles. Kannst du deine Rechnung nicht bösen, bezahlen, musst du sie abarbeiten. Was natürlich nicht geht. Toll, was? Es ist ein Teufelskreis, aus dem es keinen Griffen gibt. Man hat keine Wahl. Es sei denn, man kämpft. Hier. Ich zeig dir, was Cell getrieben hat, während du geschlafen hast. Vielleicht verstehst du es dann. So, jetzt geht hier gleich so ein blödes Fenster auf, wenn man sich in den Stuhl reinsetzt. Ist eine faszinierende Aussicht, wie das kommt jemand zu sagen trägt. Cell war halt irgendwie außerirdisch, glaube ich, und haben da alles platt gemacht. Willkommen in New York. Aus. Das ist jetzt New York. Version 2.0. Alles sind zerstört, kaputt. Was haben Sie getan? Die Stadt hat eine Energiesignatur. Warum das? Sir, Sie kanalisieren Energie aus Alien-Technologie. Versorgen Ihr globales Energienetz über eine einzige Self-Maschine in diesem Dom. So einfach kann es nicht sein. Ist es aber, Mann. Keine Energie, kein Cell. Ganz einfach.
Nein, der Alpha-Seth hat mir eine Vision gezeigt. Das hatten wir alles schon. Es muss irgendeine Verbindung geben. Prophet, die Aliens sind Geschichte. Du hast sie selbst erledigt, bis auf ein paar wenige. Nein, da steckt mehr dahinter. Wir müssen nur etwas finden. Irgendwo hier, eine Spur. Hör zu, während du irgendein Super-Alien gejagt hast, das es nicht mal gibt, hat Cell die Welt unterjocht. Wir brauchen dich im Hier und Jetzt, Boss. Du musst uns helfen, Cell aufzuhalten. Hier läuft mehr als eure Revolution. Ich habe es gesehen. Cell spielt mit Mächten, die sie nicht mal im Ansatz verstehen. Egal, was sie tun, sie werden die Erde damit zerstören. Wir müssen ihnen das Handwerk legen. Genau das müssen wir. Also los jetzt. Sieht das schick aus hier. So, jetzt geht weiter. Der schwarze Bildschirm. Ganze Wochenende. Ich rege mich hier auf. Ey, Alter. Hardware ist intakt. Initialisiere Endgeschwindigkeit. Verstanden, Romeo 1. Sie haben es geschafft. Willkommen in der Hölle. Der Liberty Dome soll eine Seth-Bedrohung isolieren. Sie sind also im Vorteil. Seth sind die Aliens. Cell ergreift bereits erste Gegenmaßnahmen. Sie haben ungefähr 30 Minuten Zeit. Der markierte Bereich ist noch sicher. Nur minimale Bodenaktivitäten von Cell. Aber die Türme sind immer noch funktionsfähig. Seien Sie vorsichtig und bringen Sie die Hardware nach Hause, Romeo 1. Das sind so riesen Schutztürme. Was weiß ich wie. So, jetzt geht jeden Moment los. Ich könnte das ja weiter drücken mit Enter, das will ich ja nicht. Wir wollen ja mal ein bisschen Porno gucken hier, gell? Tja. Mission initialisiert. Finde Nanosoid-Upgrades. Passe deine Waffen unterwegs in Kampfsituationen an. So, Ender. Feuer frei. Immer noch ein schwarzes Bildschirm. Komm hier, mach mal was. Das ist Claire, New Yorks Regionalkommandantin. Sie ist zwar keine Soldatin, aber sie macht einen verdammt guten Job. Seit wann respektierst du den Vorgesetzten? Tja, weißt du... Das hier ist was anderes. Ja, der Frau würde ich am besten willen, das Vertrauen. Ach, Scheiße. Ich muss dir versprechen, keinem was zu sagen. Naja, technisch gesehen habe ich mein Wort ja gehalten, oder? Geiler Bock. Immer noch nicht raus. Ich dachte, jetzt ging bald mal raus hier. System gestört. Ich bin auch gestört. So, was haben wir denn hier feines? Seh dir das an. Direkt aus den Skin-Laboren. Experimentelle Nanotech. Nanos und Upgrade geoutet. Sofort integrieren. Jetzt kann ich meinem Schwanz noch eine Verlängerung aufsetzen. Ist das nicht geil? Jetzt muss ich mal hart drücken. So, kann ich jetzt hier freischalten? Nix. Oder wie oder was? Abbreitung, was haben wir dann hier? Das Schutzschild ist gut. Haben wir hier noch? Haben wir dann auch noch? Nanosuit wird neu gestartet. Aha. Ich hoffe, das ist es wert. Jetzt habe ich extrem dicke Eier, wie ihr wisst, gell? Ich habe so schon immer dicke Eier. So, Jungs und Mädels. Oh, gucken wir gleich in die Freiheit hier. Jetzt geht die Tür auf. Komm mal auf hier. So. So. Willkommen im Dschungel. Da ist der Liberty Dome. Eine riesige, verschwitzte Achselhöhle. Das merkst du in diesem Anzug zwar nicht, aber hier drin ist es mehr als in einer Sauna. Hat sich viel geändert. So hat alles angefangen. Die Leute haben von Cell billige Energie gekriegt. Cell hat die Energie umsonst bereitgestellt. Da konnte niemand mithalten. Wenig später hatten sie ein Monopol.
Dann haben sie die Preise erhöht. Und als die Leute dann hoch verschuldet waren, hat Celsius die Freiheit verloren. Überprüfe Sektor 1, Delta 6. Minenfeld. Cell benutzt intelligente Munition. Die explodiert nur bei Feinden. Wie uns. Nanovision aktiviert. Greif mit deinem Anzug auf die Minen zu. Schalt sie ab. Machen wir einfach so. Kann man es auch machen. Das müsste reichen. Komm schon. Warnung. Die RS-Destination um Sektor 1 Delta. Aha. Nichts. Nur eine Überspannung. Geht schon wieder. Überprüfe Sektor 1, Delta 7. Aufpassen! Bist du okay? Hier ist nichts. Da! Wenn es dich sieht, bist du erledigt. Zurück! Komm zurück! Was sie auch gefunden haben, es ist tot. Wo ist die Station 34. Straße? Ein paar Klicks. Klick, aber wir müssen erst die Todeszone umgehen. Klick, 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 klick. Nein, Cell kommt näher. Keine Zeit zum Umgehen. Todesradius und Kadenz sind in einem vertretbaren Bereich. Wir können einfach durchgehen. Hört ihr das, ihr Schweine? Ja, ich mach euch alle fertig. Komm schon, traut euch, komm her! Bist du verrückt? Die Geschütze machen dich fertig! Ah, verstehst du's langsam? Die haben meinen Nanosuit, Prophet! Ich bin ein Mensch! Ein Mensch? Weißt du, was ich geopfert habe, um die Seth zu stoppen? Wie kriege ich das je zurück? Ah, Scheiße. Ja, der Nanosuit ist wie beim Hulk. Bruce Banner wäre gerne wieder. Wie sieht dein Plan aus? Hier, er hätte ganz sein Unterstützung. Wieder, aber er hat den Anzug. Ziel erfassen und zerstören. Aufklärung. Du machst den lustigen Teil. Das ist nicht der Psycho, den ich kannte. Die Dinge ändern sich. So. Okay, let's so party, sieht's aus. Ich gebe die Position durch, sobald ich sie sehe. Wie die hier in Sektor 1 Delta 0. Das sind potenzielle Lager. Unser Primärziel ist Turm 3 Delta 3. Sobald du die Hardware hast, stellen wir den Bastard kalt. Sektor 1 Delta 3. Sieht gut aus. Da, Sektor 1 Delta 0. Sektor 1 Delta 2. Ich hab hier was. Ihr könnt euch von dem Turm fernhalten. Ich dachte, das wäre klar. Das war's. Packen wir unsere Sachen und nehmen uns den nächsten. Okay, so sieht's aus. Ich gebe die Position durch, sobald ich sie sehe. Wie die hier in Sektor 1 Delta 0. Das sind potenzielle Lager. Unser Primärziel ist Turm 3 Delta 3. Sobald wir die haben, stellen wir den Bastard kalt. Sektor 1 Delta 3. Sieht gut aus. Da, Sektor 1, Delta 0. Sektor 1, Delta 2, ich hab hier was. Ihr sollt euch von dem Turm fernhalten. Ich dachte, das wäre klar. Das war's. Packen wir unsere Sachen und nehmen uns den nächsten Sektor vor. Das ist wohl ein No-Go. Wieder so.
nicht, Alter. Hab ich nicht drauf. Okay, so sieht's aus. Ich gebe die Position durch, sobald ich sie sehe. Wie die hier in Sektor 1 Delta 0. Das sind potenzielle Lager. Und das Fernziel ist Tor Klein Delta 3. Sobald du die Hardware hast, stellen wir den Bastard ein. Sektor 1 Delta 3. Sieht gut aus. Da, Sektor 1 Delta 0. Sektor 1 Delta 2. Ich hab hier was. Ihr sollt euch von dem Turm fernhalten. Ich dachte, das wäre klar. Das ist wohl ein No-Go. Unbemerkt nähern, Boss. Sektor 1 Delta 6 priorisieren. Starker Gegner. Bewegung! Waffe. Vergiss es, die nützt uns nichts. Scheiße. Wie machst du das? Mann! Ich weiß zwar nicht, wie du das gemacht hast, aber es ist einfach toll! Okay, du hast zuerst Aufmerksamkeit. Wir sollten schleunig verschwinden. Wo muss er jetzt hin hier, Alter, Alter? Höhenverteidigungsturm 3 Delta 3 deaktiviert. Alle Eingreiftruppen umgehend in diesen Sektor vorrücken. Gib mir ein Update zu deiner Position. Ich komme zu dir. Roger. Sind ziemlich effektiv. Probier sie mal in dem See dort aus. Aufpassen, Prophet. Zellverstärkung nähert sich. Come on.
zaubern, oder wie? Was ist das denn schon wieder scharf, Alter? Haben wir nur kein Bild hier oder wie oder was haben wir hier?